Digitale Techniken verändern ganze Industrien. Die Medizin, die Landwirtschaft, Dienstleistungen, alles. Um da vorne mit dabei zu sein, braucht eine Gesellschaft die Struktur, die das möglich macht. Von Übertragungswegen über Schulen und Universitäten bis zur Offenheit von Behörden für digitale Technik. Dafür hat die Bundesregierung vor 3 Jahren eine Digitalstrategie begründet und sich heute selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Unser sachkundiger Kollege Dominik Czepka folgt da nur zum Teil. Wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesteckt. Deutschland soll eine hochambitionierte Breitbandstrategie verfolgen. Das erste Versprechen, schnelles, ruckelfreies Internet, Übertragungsraten von 50 Mbit pro Sekunde, überall in Deutschland, das Herzstück der digitalen Agenda. Wir stehen vor einem Daten-Tsunami. Die Bilanz auf den ersten Blick nicht schlecht. 2014 hatten erst 59% der Deutschen schnelles Internet, 2017 sind es rund 75. In einem Förderprogramm hat die Bundesregierung etwa 4 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Trotzdem hat in ländlichen Gebieten nur etwa jeder Dritte schnelles Internet, das diesen Namen auch verdient. Noch nie hat ein Bundesminister mit so viel Geld so wenig erreicht. Es gibt kein richtiges Konzept. Das Programm kam viel zu spät. Es dauert auch, bis das umgesetzt wird. Die Mittel fließen nicht ab. Also wir sehen sehr deutlich, dass dieses Ziel überhaupt nicht erreicht werden kann und gerade der ländliche Raum abgehängt bleibt. Das zweite Versprechen der Agenda. Deutschlands Behörden sollen digital werden, mehr online, weniger auf dem Amt erledigen müssen. Doch das sogenannte E-Government stockt. Nur knapp jeder zweite Internet-User nutzt es. Den digitalen Personalausweis nicht einmal jeder 20. Magere Bilanz im internationalen Vergleich. Am Ende ist Digitalisierung immer auch Chefsache. Das heißt, wir brauchen ein klares Bekenntnis dazu, dass dieser Kanal sinnvoll, richtig und auch gewünscht ist. Andere Länder, wie die Esten zum Beispiel, sagen, Digitalisierung bringt unser Land voran. Wir wollen, dass ihr alle diesen Kanal nutzt, weil er für uns alle besser ist. Das dritte Versprechen, mehr Datenschutz. Im Zuge der NSA-Affäre hatte die Bundesregierung sichere E-Mails versprochen. Deutschland sollte Verschlüsselungsland Nummer 1 werden. Doch auch von diesem Ziel ist Deutschland weit entfernt. Und Geheimdienste haben mehr Befugnisse bekommen. Die Bundesregierung hat es vollkommen versäumt, in innovative Verschlüsselungstechnologien zu investieren. Gleichzeitig hat der Innenminister immer wieder durch Forderungen auf sich aufmerksam gemacht, dass eben Schnittstellen für die Ermittlungsbehörden bei Verschlüsselungstechnologien zur Verfügung stehen sollen. Damit konterkariert man eben das Ziel, dass man eine sichere Verschlüsselung auf den Markt bringen will. Für das Internet sind in Deutschland 3 Ministerien verantwortlich. Wer von der Bundesregierung ein Fazit ihrer Internetpolitik hören möchte, stößt oft an die Grenzen von Zuständigkeiten. Und manchmal spürt man auch die Spannungen zwischen den 3 Ministerien. In toto gesehen könnte Deutschland besser dastehen. Da würden mir auch Beispiele einfallen, die allerdings nicht aus meinem Ministerium sind. Und deshalb möchte ich sie nicht so gerne sagen. Aber wenigstens das, was den Umbau der Wirtschaft anbelangt, da finde ich, ist uns eine Menge geglückt. Die Wirtschaft fit machen fürs Internet, wieder ein neues Thema der digitalen Agenda. Es zeigt, in der Großen Koalition ist die Internetpolitik zerfasert. Für das große Ganze hat es nicht gereicht.